viel mehr zahlt als die Touristen. Finanziert wird das Ganze mit euren Steuergeldern. Ja? Und da steht ganz einfach drinnen, dass das nicht geht. In Innsbruck kostet die gleiche Karte 53 Euro. Also ich sage, es reicht irgendwann. Liebe Südtirolerinnen und Südtiroler, vor allem liebe Pendler, wisst ihr eigentlich, dass ihr für den öffentlichen Nahverkehr, die Busse, die Seilbahnen, viel mehr zahlt als die Touristen? Die Landesregierung hat beschlossen, eine neue Tourist-Guest-Pass einzuführen. Ja? Der Betrieb, das Hotel, wo ihr übernachtet, zahlt dafür 55 Cent. Ja? Also wenn ihr zum Beispiel auf dem Ritten wohnt und ihr fahrt nach Bozen runter, dann zahlt ihr 5,40 Euro. Und wenn ihr dicht gedrängt steht neben den Touristen neben euch, dann wisst, dass die zahlen gar nichts, beziehungsweise der Betrieb 55 Cent. Finanziert wird das Ganze mit euren Steuergeldern. Ja? Als Team K hatten wir heute diesen Antrag im Landtag. Und da steht ganz einfach drinnen, dass das nicht geht. Entweder die Touristen zahlen einen ordentlichen Preis oder ihr tut den Preis für die Pendler genauso tief herunter. Das kann es ja nicht sein, oder? Also ich sage, es reicht irgendwann. Ja, nichts gegen den Tourismus, aber die gleiche Regierung redet über Overtourism. Wir haben einen Bettenstopp eingeführt und dann verschleudern wir die Touristenkarte an die Touristen. Sie bekommen für 55 Cent, die Ihnen der Betrieb zahlt, so viel Kilometer, wie Sie wollen. Ihr zahlt pro Kilometer. Sie bekommen obendrauf noch alle Museen gratis gleich mit. Ja? Und das für 55 Cent. In Innsbruck kostet die gleiche Karte 53 Euro. Ja? 100 Mal so viel. Also für die SVP ist Südtirol 100 Mal weniger wert als Innsbruck. Und vor allem ein Pendler weniger wert als ein Tourist. Gut, das ist gut zu wissen. Und ich hoffe, also mir reicht es schon lang, ich hoffe, es reicht euch auch langsam.